Hallo, liebe Abgefahren-Nutzer. Hier sind der Fabian und der Frederik, du Pfeife. Und wir haben hier einen Blick auf Lotzer Blocks geworfen, ein 79 Cent teures Spiel für iPhone und iPad, das letzte Woche Donnerstag erschienen ist. Und das Besondere ist heute, dass wir noch gar nicht gespielt haben. Einfach mal schauen, was uns hier erwartet. Ja, wir fangen mal mit dem Abenteuer oben an, würde ich sagen. Ja, neues Spiel starten. Und man hat erstmal eine Plattform unten. Das sieht einfach aus. Ja. Boah. Nee. Man muss wahrscheinlich über die Ziellinie kommen, nehme ich mal stark an. Was natürlich jetzt am Anfang noch relativ simpel sein wird, ja. Genau. Geld, Tab. Geld. Ja, nehmen wir. Ein. Aha, da kommt noch ein Kollege. Man kann stapeln. Geschafft, würde ich sagen, ne? Ah, das war ein extra Leben. Ach, das ist ein Leben, gut. Das ist aber mager hier, der kleine Kollege. Du hast eine Erinnerung an. Ja, die gucke ich mir jetzt vielleicht nicht an. Die ersten Level sind ja, wir tippen mal wieder wie in fast jedem Spiel ziemlich einfach und vielleicht noch etwas langweilig. Aber es wird langsam höher, man sieht es schon hier. Und vielleicht haben die Blöcke ja noch irgendwelche Eigenschaften später, die das Spiel etwas interessanter machen werden. Ich denke mal, nachher kriegt man auf jeden Fall so viel, dass man nicht mehr vernünftig stapeln kann. Einfach so leicht stapeln kann. Ja, Power-Ups sind, glaube ich, auch ein paar da. Power-Ups gibt's auch. Ich sehe da zum Beispiel so Magnet. Blitze und Magneten, das kommt später. Jetzt haben wir schon mal hier schon mal so einen, der nicht rechteckig ist. Ah, man kann also die Sachen auch vorher schon drehen, hier oben in der Ecke. Und würde ich auch so sagen. Dann kann man... Ja, hält. Stapeln. Hält. Passt, ne? Das reicht schon. Ich frage mich, ob du einfach immer so viele Objekte bekommst, wenn du jetzt einfach immer da drunter baust, ob du dann immer mehr Objekte bekommst oder ob irgendwann auch Schluss ist. Ich denke mal, dass ich dann vielleicht... Weil oben sieht man ja nie, wie viele Objekte man jetzt noch hat oder wie viel da noch kommen. Wir können ja einfach mal, lustig wie wir sind, ach mal, jetzt muss man hier mich schon das Gleichgewicht halten. Man kann nicht unter diese gestrichte Linie gehen, das heißt, ich muss die Sachen fallen lassen. Boah, wow, sehr elegant. Auch, dann eine Herausforderung ist. Bau den mal rechts daneben. Ja, ach nee, ja doch. Muss ich vielleicht sogar, weil sonst... Schnell, rechts, rechts, rechts. Ja, okay, hält sich noch in der Waage. Wir können ja hier oben mal so. So, jetzt geht die Linie wieder höher, ja. Und ich kann halt nicht weiter nach unten. Nochmal hier. Ja, mit dem nächsten sollte es wohl... Ich mach einfach mal hier noch einen. Ich guck mal, ob da... Tatsächlich. Immer noch mehr kommt. So. Wahrscheinlich ist die Objekte unbegrenzt. Du musst so lange bauen, bis du drüber kommst. Und es wird wahrscheinlich das bewertet. Also sagen wir so, je weniger Blocks du verbaust, desto besser wird die Wertung sein. Aber es sind ja auch keine Sterne oder so, haben wir jetzt gerade gesehen. Ne, nee, bisher noch nicht. Kann irgendwie ein bisschen Gold sammeln, aber... Aber ich glaube hier oben Leben. Ist irgendwie... Oh, der Schiff. Der war gut. Und wir haben jetzt kein Leben verloren zum Beispiel. Doch. Haben wir eins Hat verloren? Ein bisschen gedauert. Ach so. Aber aus 9 sind jetzt 8 geworden. Tatsache. Wir haben ganz oben so einen Fortschrittsbalken, diese weiße Linie. Ich weiß nicht, ob man die im Video nachher erkennen kann. Aber ich denke mal, das ist irgendwie der Gesamtfortschritt. Die ändert sich aber gerade gar nicht. Ja, aber wenn das Level jetzt, oder wenn... Schuss. Ja, Achtung, aus 8 wird jetzt 7. Ja, so, den packen wir mal dahin. Ja. Wenn wir jetzt gleich diesen Abschnitt hier, oder das Ziel erreicht haben von diesem Level, dann geht oben der Balken ein Stückchen weiter. Okay. So, ob das hält, man weiß es nicht. Ja, perfekt. Sehr und gut. Da hätten wir die Linie wieder erreicht. Es gibt übrigens auch so eine, also zwei Singleplayer-Varianten und 140 Level. Es gibt auch Game Center Multiplayer-Modes, da könnten wir vielleicht gleich nochmal reinschauen. Was drei Stück sogar. Ich würde sagen, da machen wir doch jetzt mal weiter im Multiplayer. Genau. Ich hoffe, dass man da schon zugreifen kann. Also hier haben wir das Adventure, Last Block Standing, das sieht nach Multiplayer aus. Ich hoffe einfach mal, dass man hier ein Outcome-Match Play Now bis zu 5 Spielern, das sieht interessant aus. Und ich schätze mal, dass da so lange gestapelt wird, bis einer etwas runterfallen lässt. Ja. Was macht der Kollege oben links, der so grimmig guckt? Ich
habe keine Ahnung. It's next player's turn, ja. Wo ist denn jetzt unser Block hin? Vielleicht war das ja gar nicht unser Block. Du hast ihn vielleicht gleichzeitig mit einem anderen Player rübergezogen oder so. Man ist sich nicht sicher. Hier tut sie jetzt gar nicht. Ja, ist natürlich auch die Sache, da muss der Gegenspieler, der Mitspieler jetzt auch mitspielen. Weil sonst wird das nämlich nichts. Das stimmt wohl. Und der ist live bei uns im Video. Der könnte jetzt richtig berühmt werden, wenn er mit uns spielen würde, aber anscheinend hat er keine Lust. Nee. Aber es ist auf jeden Fall ein cooler Modus, dass man halt so lange stapelt. Auch da wird man wieder nicht unter diese weiße gestrichelte Linie kommen. Und wenn dann der erste Block runterfällt, hat man verloren. Gehe ich zumindest von aus. Ist die Vermutung nahe, ja. Ja, das wird da jetzt aber halt gar irgendwie, nichts. Ne? Wir können es ja nochmal neu versuchen. Hier hat man noch ein paar andere Spielmodi, die muss man halt erst freischalten. Es gibt auch einen Online-Koop. Der ist ganz interessant. Und es besteht auch die Möglichkeit, das alles sofort freizuschalten. Für entspannte 79 Cent, aber echte Zocker spielen ist natürlich frei. So, ja. Jetzt gucken wir nochmal hier in den Last Block Standing. So, und das sieht auch schon mal anders aus als gerade, ne? Aber das ist halt das aktive Spiel. Achso, ja genau. Also ja, wo mal Plus machen. Dann machen wir jetzt mal ein neues Spiel, ja. Kann man da welche rauskicken, dass man nur zu zweit spielt oder so? Vielleicht dann, ja, genau. So. Two Players. Play now. Gucken wir mal, was passiert. Vielleicht will der mit uns spielen. Jetzt sind hier schon mal zwei böse Menschen. Ah, dann ist wahrscheinlich der eine mit ich und der andere. Ja, könnte man von ausgehen. Dran. Da sieht man auch schon mal ein paar andere Blöcke. Ja, Glück gehabt, würde ich sagen, dass sie nicht runterrutschen. Geht ne? Nicht ganz runter. Ja, okay, ja, ja. Ich verstehe. So, jetzt ist der Kollege wieder dran. Denke ich. Ja, sollte man von ausgehen, ne? Der müsste ja normalerweise auch eine Push-Nachricht kriegen, dass er jetzt am Zug ist. Ist die Frage, ob er jetzt... Ja. Okay, jetzt ist er dran. Wie auch immer er heißt. Okay, wir sind wahrscheinlich hier... Der Orange. Ja, Orange natürlich. Ja, da tut sich jetzt nichts. Also es ist entspannt, würde ich sagen. Ja, der Vorführeffekt, ne? Will einfach nicht. Aber wenn man mit einem Freund zusammenspielt, hat man natürlich dieses Problem nicht. Wenn man dem Freund dann mitteilt, dass jetzt gespielt wird. Hätte ich das Spiel jetzt runtergeladen, würde ich mich einklinken. Habe ich aber noch nicht. Aber es ist eigentlich eine Empfehlung. Also hier, die ersten Level waren jetzt sehr leicht. Was aber da praktisch ist, wenn man auf iPhone und iPad spielt, gibt es ein iCloud Sync. Das heißt, man hat auf allen Geräten seine Daten gleich, die Level und die freigespielten Modi. Ja, hier tut es jetzt nichts. Nee, der will nicht mit uns spielen. Es gibt übrigens auch iPhone 5 Support, sodass ihr auf dem neuen iPhone auch das komplette Display nutzen könnt. Gucken wir hier nochmal rein. Ja, hier sind schon mal ein paar chinesische Zeichen. Kann natürlich sein, dass da jemand weitergespielt hat. Mitspieler. Ja, ist doch auch... wir machen nochmal einen neuen auf. Vielleicht möchte der ja mit uns spielen und ist schneller als die anderen. So, play now. So, also das sind wir. It's your turn. Machen wir. Aber jetzt sind wir ja auch erstmal alleine. Der das ist noch gar nicht im Spiel. Wahrscheinlich kriegt er jetzt... So. Aha. Next Player. Ja. Aber kein Next Player. Wo ist der Kollege? Also wie gesagt, das Spiel ist noch unbekannt, aber das könnt ihr ändern. Und es macht eigentlich echt Spaß. Also wir können jetzt nochmal kurz hier in den Adventure Mode reingehen. Ja. Da nochmal das Spiel fortsetzen. Wir können ja mal oben nochmal schnell spielen, bis der Fortschrittsbalken voll ist. Da gebe ich jetzt einfach ein bisschen Gas. Das ist eine Idee, weil später kommen noch recht viele Power-Ups hinzu, neue Objekte. Ah, den wollte ich doch drehen. Warum kann ich ihn nicht drehen? Vielleicht ist es einfach so, dass man den nicht drehen darf. Ja, wir bauen ihn in die Mitte. Ja, das ist aber schon gereicht. So, siehst du oben jetzt ein bisschen weiter, wenn man hier durch die Bälle kommt. Ja, ah, jetzt wird es aber hier... tricky. Ja. Kommen wir auf der anderen Seite, ne? Jetzt kannst du dich auch drehen, wenn du lustig bist. Oh. Mal, ob das hält. Das hält. Ja, knapp, ne? Aber hält.
Jetzt auch einfach direkt links bauen können, wahrscheinlich. Ja. Frag mich, wofür man da die 4 Münzen gesammelt hat. Da die 5. Was man damit ich später machen drauf, kann. Aber anscheinend nicht so. Also ich Shop oder so habe ich noch nicht. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir jetzt nicht so bauen können. Und wenn jetzt die runterfallen, verliert man gleich 2 Leben. Also auch schon die zuvor auf dem Spielfeld liegenden Blöcke zählen also mit, falls ihr da Unsinn anstellt. Okay, wir müssen sehr ungleichgewichtig. Ein bisschen ausgleichen. Aber ich würde sagen, jetzt bauen wir vielleicht hier drauf weiter. Ab in die Höhe. Zack, den drehen wir so. Mhm. Man sieht schon, die Ziellinie ist jetzt bedeutend höher als zuvor. Ja, so kann es weitergehen, ne? Mhm. Jetzt noch so unten, ja. Das müsste das aber reichen. Das reicht schon, ne? Es reicht. Das reicht. Wenn die jetzt umgefallen wären, dann wäre bitter, wäre es bitter gewesen, ja. Vor allem, da hättest du wahrscheinlich schon 5, 6 Leben verloren und dann wäre wahrscheinlich vorbei, was dann passiert. Wahrscheinlich muss dann die ganze Welt dann nochmal... wahrscheinlich. Ach, ja, es aber es gibt eigentlich immer genug Leben, von daher passt das schon. Da ist ein neuer Kollege in Gelb. Ah, boah, der wächst. Tricky. Kann wahrscheinlich dann auch irgendwie ein paar Löcher schlagen, wenn er ja, aber es durfte man den zum Beispiel an die falsche Stelle räumen, dass sich aufbläst und die anderen Blöcke wegschiebt. Ist das hier? Joa, gucken wir mal, ne? Hier, gucken einfach mal, genau, was passiert. So hätte ich jetzt auch gemacht. Also der mag uns wohl nicht und der wird auch nicht aus dem Weg gehen. Aber das Ding wiegt ganz schön viel hier, der dicke Oschi. Ja, der fällt gleich. Das ist natürlich jetzt schlecht für uns. Vielleicht sind wir schon vorher fertig. Boah, noch einen drauf schnell. Boah. Ja. Kein Leben verloren, Level geschafft, so muss das sein. Jetzt hat er sich wieder im Weg. Das ist natürlich, jetzt muss man um den rumbauen. Weil das Problem ist, dass die großen Blöcke natürlich richtig viel wiegen. Ja, aber das reicht. Aber das passt. Aber man sieht schon hier, dass es langsam schwerer wird. Und insgesamt waren wie viele Level? 140. Also schon eine Menge. Wenn man das alles nach und nach freispielt, für 79 Cent, dann kann man sich nicht beschweren. Dann noch knackiger werden. Das ist ja, das sowieso eindeutig, klar. Normaler Block, so, jetzt gucken wir mal hier. Okay. Das reicht. Wir können ja jetzt nochmal gucken, ob sich im Multiplayer was getan hat. Hier könnten wir jetzt auch direkt Welten, genau, 7 Welten. Ja. Wahrscheinlich mit jeweils 20 Level und wir könnten jetzt auch in der zweiten Welt schon anfangen. Da 3. So. Da ist eine 3 dran. Bin ich jetzt Other Players Turn? Das hätten wir euch gerne noch gezeigt, weil ich glaube, der Multiplayer, der macht auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Spaß, weil man halt gerade gegen einen menschlichen Gegner spielt. Da oben steht auch irgendwas von Facebook, aber ja, das ist der Like-Button. Achso, das ist der Like-Button. Der wird automatisch geblockt.